Helena Fischer spricht über Depressionen nach der Geburt eines Babys mit dem Nachnamen Florian. Unser einst berühmter Popsänger hat nach dem dritten Personenskandal ein Comeback hingelegt. Niemand weiß, wo Helena Fischer gegangen ist oder was sie getan hat, nur dass Helena Fischer nicht mehr bei Florian Silbereisen ist. Helena Fischer hat eine Einladung zu unserem Programm angenommen. Helena Fischer teilte mit, dass es Zeiten gibt, in denen es wirklich schwer ist. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, außer sich zum Aufstehen zu springen. Die Dinge werden immer schlimmer und ich bin der Einzige, der helfen kann. Manchmal sind die Freunde und Sorgen die kleinen Dinge. Ungefähr zu dieser Zeit wurde Helena Fischer schwer depressiv. Alle schimpften mit ihr, weil sie die dritte Person war, die das Glück anderer Menschen zerstörte. Anscheinend musste sie ihre neunjährige Beziehung beenden, um zu diesem Mann zu gelangen, sogar alles fallen lassen. Der Weg zu ihm war nicht einfach, aber er bekam nur einen Eimer mit kaltem Wasser. Helena Fischer ist die Dritte. Sie wusste es nicht einmal selbst. Offenbar sagte er, er sei Single. Offenbar war er die dritte Person in der Beziehung. Helena Fischer gab zu, dass sie mit Florian Silbereisen noch nicht fertig war, als sie den anderen Mann kennenlernte. Alles wie ein Witz vor der Kamera. Aber bei dem schmerzerfüllten Ausdruck der Sängerin wagte niemand, auch nur ein bisschen zu lachen. Tatsächlich litt Helena Fischer sehr darunter. Als Frau macht ich die Geschichte von Helena Fischer sehr traurig, erbärmlich und ärgerlich zugleich. Einen großen Mann verraten, um die dritte Person in einer würdigen Liebe zu sein oder nicht. Nachdem sie 7 Monate mit dem anderen Mann Helena Fischer schwanger war und dann eine Fehlgeburt hatte, dann brachen die beiden in Tränen aus, nur Helena Fischer wusste, dass sie die dritte Person war. Betäubter Schmerz war nicht mehr Helena Fischers Zustand. Helena Fischer verzweifelt. Helena Fischer hat fast alles verloren, auch das Baby. Und er war Seite an Seite mit dem Neuen, was ursprünglich seine beabsichtigte Frau war. Die Geschichte, die Helena Fischer teilte, ist wirklich nicht, was die Leute schimpfen können. Hoffentlich wird Helena Fischer in Zukunft ein besseres Leben haben.